Komm. Darüber. Alter, schon wieder jemand rausgeschossen. Das ist doch so gemein. So, hier Ruhe. Ah, ich bräuchte mal ein paar Infanteristen. Die für die Panzer neu besetzen. Das ist mir gerade so großes Gemetzel. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Gleich geht's weiter. Das ist Jarman? Da war Jarman? Gefällt es Ihnen, wenn Ihre Cyborgs im Dunkeln leuchten? Dann bauen Sie doch noch. Aber cool, also ich freue mich schon auf den Kampf gegen den Panzergeneral. Was glaubt ihr, was das für Schlachten geben wird? Panzer gegen Panzer. Elite-Panzer gegen Elite-Panzer quasi. So, Mammut-Panzer ist ja vergleichbar mit dem Overlord von der Stärke her. Die können sich echt gegenseitig ein gutes Duell liefern. Habe ich schon mal gesehen. Oh, ich merke gerade, da oben waren noch Minen. Upsi. Ach, die Dinger möchte ich jetzt auch besetzen. Bitte da rein, bitte. Die Panzer waren teuer. Sie wollen die Chemiewaffen. Finde ich mal auch hier gebrochen. Ich glaube, Jarman konnte keine unsichtbaren Einheiten entdecken, oder? Komm, hauen wir mal hier rein. Und holen wir noch ein A10 mit dazu. Alter! Was zum? Was war das? Waren es die Raketen mit oder was? Oh nö. Ich hasse es. Boah, geht er mir aus dem Sack. Ich hasse es, diese Reichweiten. Vor allem, wenn man selbst keine hat. Fertilein, ich brauch dich mal eben. Nutz mal deine Spezialmunition und zeig mal, was du so Tolles kannst. Sie haben meine Experimente gestört. Das ja, du Sie bist doch ein... Oh! Merd! Scheiße. Junge, nein. Anti-Material Rifle, komm. Einheit verloren. Das reicht auch. Der hat so ein spezielles. Hat anscheinend so ein Anti. Oh nein, jetzt ist die Tarnung weg. Ach du Scheiße. Jetzt überrennt er mich hier oder was? Alter, nein. Ich hab nicht gespeichert gehabt. Wieso speichere ich eigentlich nicht? Oh, es hat gereicht, sehe ich gerade. Es hat zum Teil gereicht. Gut, kommen wir mal hier rein. Angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden könnten? Boah, ey, ihr miesen Penner. Burton, ich brauche dich nochmal. Wo soll ich jetzt meine Chemietruppen ausbilden? Tja, das soll mal schön dein Problem sein und bleiben. So, hier haben wir es wenigstens mal ein bisschen für Ruhe gesorgt. Ich muss jetzt dann bei Zeiten noch die... Die da hinten sind ein Problem. Feindlicher Infiltrator geortet. Gegen meine Waffen so, du zeigst mir jetzt mal, was du kannst. Das hat nicht ganz gereicht irgendwie. Alter! Das auch nicht. So, machen weg, der stört. Eieieiei, okay, ich nehme alles zurück, normal ist schwer genug. Wir könnten jetzt. Komm, ein drittes. Ein drittes ist gut. Ein drittes ist okay. Drück mal ein Auge zu. Konventionell ist der Megatten. Na gut, im Prinzip ist beim ballistischen General alles konventionell, aber so klassisch zu besiegen, das ist mir irgendwie. Dann doch zu anstrengend bei jemandem, wenn der die Raketendinger nicht hätte. Die gehen mir so auf die Glöten. Let's get to the front. Ich bin perfekt. Armor Superiority. Let's get to the front. Guck. Baut wieder auf. Ich hab grad nichts ready. Verflucht. Das kann aufdecken ja im Prinzip meine Aufklärungsdrohnen. Predator-Drohnen. Die hätte ich auch mal kommen können. Kommen wieder Haubitzen. Einzige, was dagegen feuern kann, gegen seine blöden Raketen, sind meine Haubitzen. Lautlos, aber verheerend. Oh, lustig, wie schnell die hier sind. Also die Mammutpanzer sind echt so schnell wie die Overlords mit Upgrade, mit Nuklear-Upgrade. Das ist echt cool.
Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Was sind das überhaupt für Panzer? Einheit verloren. Wo sind die Ach, da sind die Raketen! Das war, glaube ich, ein dummer Vorstoß. Ich gehe mal wieder weg. Yes, sir. War ein dummer Vorstoß. Yes, sir. Arschloch. Genau, schön weg. Könnte sich ruhig mal befördern. Nein. Einheit. Nein. Gut, wir haben Panzer. Ja gut, wir haben mehr Panzerabwehrdrohne. Könnte ich genau mehr schaffen. Obwohl, die haben eine schöne hohe Feuerrate. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Ich glaube, der Panzerabwehr. Panzer hätte ja auch helfen können. Einheit verloren. Warte mal. Bumm. Ja, Gürtelbürtner hat was. Das ist jetzt wieder aufgebaut, oder? Ist doch doof. Aber das Ding kriege ich kaputt. Den Panzer. Panzlast. Palast. Jetzt baut er schon wieder das Kackding. Baut mir das einfach zu oft auf. Auf Dauer bräuchte ich vielleicht auch einfach eine zweite Waffenfabrik. Die Anspannung bringt sie um. Nein, deine Raketen bringen mich um. Moderne Alter, Brennstäbe verfügbar. Oh, der Arme, ey. Wenn wir zerrissen wurden. Ich glaube, mein Flugzeug wurde abgeschossen. Select target. Das Ding wird auf jeden Fall rechtzeitig weggeballert. Da reicht, wenn es gut geht, so ein Strike plus eine Cluster-Misser. Dann setze ich die nächste Klasse. Ich brauche halt noch seine Geheimlager. Da kriegt er auch immer Leute raus. Hier geht das nicht so leicht von wegen Kommandozentrale und alles ist gut. Ich kann mir aber durchaus Zeit verschaffen, indem ich immer wieder seine Waffenfabriken kaputt mache. Das sollte mein vorrangiges Ziel sein. Tief durchatmen, General. Na toll, es hat nicht gereicht. Aber es hat gereicht für den Arbeiter. Wisst ihr was? Ich ändere die Priorität. Ich greife jetzt unten lang an. Da kriege ich wenigstens auch umsonst Panzer. Vielleicht wären ein paar Flugzeuge doch nicht so verkehrt. So nachdenke. Aber ich glaube, oben lang ist doof. Wir sind sowieso damals schon mal oben lang. Ich glaube, rechts lang ist gar keine so schlechte Idee mal. Allein wegen dem Zeug hier. So, hier haben wir mal kurz Ruhe. Da drüben war ja, glaube ich, auch immer was, oder? Ja. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Einheit verloren. Alter! Alter, was macht ihr? Na gut, ja. Gegner und so. Macht Sinn. Kommt schon wieder Raketen von irgendwo. Ja, komm, hier drauf einmal. Hier drauf einmal. Oh, bewegt euch, bewegt euch. Das wird wieder wehtun. Das größte Problem sind einfach diese verfickten Skat-Stellungen noch dazu. Aber hier diesen, der Kern des Problems. Komm, mach mir schnell kaputt. Oh, oh, Beeilung, Beeilung. Einheit verloren. Fuck, ey. Ich hasse euch. Geht weg. Ihr seid schlimmer, als ich Skat werfe. Ja, der Skat-Schirm hat es natürlich geschafft, war ja klar. Bis ich wieder drauf feuern kann, vergeht noch ein bisschen Zeit, aber mit Glück haut's hin. Wenn's gut geht, kriege ich auch das Geschütz hier kaputt. Vorsicht auf der Brücke, General. Das Wasser darunter ist nicht bekömmlich. Unser Körnelchen haben wir auch wieder verloren. Wunderbar. Ja, unser Körnelchen. Wir haben nicht verstanden. Yes, sir. Feindlicher Infiltrator geortet. Na kommt, nochmal, dann kriegt man das Ding. Wenn es gut geht, kriege ich auch die Waffenfabrik und kann hier rechts weiter vorstoßen. Vielleicht auch nicht schlecht. Geh weg. Oh, hier schon wieder diese. Was sind das für Dinge? Was ist das? Was wollen Sie denn mit diesen Vorräten? Sie sind noch nicht bereit. You are not prepared. Riechen Sie das? Ach, Elida. Wo kommt denn da raus?
Oh oh. Ey, lass den bloß nicht nah ran. Ey, wie weit schießen die? Was ist das? Das sind Mörser, Giftgranaten, sonst irgendwas. Dann mache ich es eben so. Boom. So. Mal alle darüber, bitte. Ich würde gerne hier die Abwurfzone haben. Und nach Möglichkeit. Ach, das Ding wird doch sowieso bald. Aber er hat es derzeit. Ist besser als nichts. Verschwinden Sie aus meinem Stützpunkt, General. Er Alter! Noch mir. Wie gemein. Yes, sir. Wie gemein, yes, sir. Ich brauche hier... Oh, was kann hier Gebäude räumen bei dir? Was kann bei dir Gebäude räumen? Deine Ranger haben ja, glaube ich, keine Blendgranaten, oder? Sieht nicht so aus. Oder doch? Nee, haben sie nicht. Blendgranaten. Puh, was für Noobs. Ballistik-General hier. Alter, was ist denn hier schon wieder los? German nervt. German nervt echt. General, ich brauche eine Raffinerie für meine Chemiewaffen. Was können Sie schon damit anfangen? Ja, hallo. Panzer und so. Cool und so. Ich brauche irgendwas, das Gebäude säubert. Ich glaube, da war was dabei. Bis zum letzten Tropfen. Armstealer. Ey, sag mal, ey, wie dreist muss man eigentlich sein? Das ist Wahnsinn. Arschloch, ey. Wieso darf ich den nicht überfahren? Das gibt es doch einfach nicht. Er steht hier einfach in der Basis rum und... Da räumt einfach meine ganze Basis leer, ey. Blödes Arschloch. Wie tot. Ich mag keiner. Hat noch niemand lieb gehabt. Einheit verloren. Ah, na super. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff nochmal tief durch. Also ich bin doch froh, dass ich auf 4 auf Mittel gegangen bin. Alter, ich will... Fuck. Trax ist doof, ey. Einheit verloren. Trax ist einfach nur doof. Bitte alles wieder besetzen. Lalalala. So, womit räume ich Gebäude nochmal? Da war doch was. Das ist da. Die Striker waren das. Repairs Vehicles, Clean Up Radiation. Jetzt kommst du wieder mit deinem komischen Dingsbums da. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Eigentlich müsste das hier reichen. Das hatten wir schon mal, das Thema. Dass ich meine Raketen für was toller sein. Junge, vorsichtig. So, du kannst also auch Gebäude räumen. Das würde ich gerne sehen. Alter! 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 Nein! Einheit verloren. Was zur Hölle, ey? Was zur Hölle? General, unsere Basis wird angegriffen. Lassen auch ein paar Leute rein, cool. Sie wollen die Chemiewaffen. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. So, Ruhe erstmal wieder. Hatte keinen Bock. Ey, jetzt hat er es wieder aufgebaut. Stirb. Danke. Wie oft, wie schnell er denn noch nachbaut. So, du räumst mal her. Hat's gewirkt? Ja, wunderbar. Das Schöne ist, dass mehrere Raketen sind. Geht auch beim ersten Mal anders als bei der Atomrakete, bei der normalen. Machst du auch mehr? Sie haben meine Experimente gestört. Wahrscheinlich war das irgendein extra Button. Echt? Das ist okay, dann mache ich es eben so kaputt. Ist auch okay. Dann zerstöre ich die Stadt einfach. Plan B. Plan B ist immer gut. Haubitzen würden auch helfen. Komm, machen wir noch ein paar Haubitzen. Wie geht hier bald das ist kaputt? Ich brauch mal wieder. Wir
Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden können? Ach, Mann. Einheit verloren. Wir machen mal eine Clustermesser. Will ich schnell machen oder will ich mit Haubitzen kaputt machen? Komm, hauen wir mal da rein. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Das ist aber auch immer knapp. Einheit verloren. Ja. Es geht immer mehr kaputt, komm, wir müssen mal wegschießen. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Was, habe ich echt diese Reichweite? Schießt der echt von hier aus? Oder hängst du einfach nur fest? Ich glaube, der hängt einfach fest. Feindlicher Infiltrator geordnet. Jetzt ist der schon wieder da. Geh bloß tot, bevor du irgendwas rausschießt. So. Eigentlich müsste ich von hier tatsächlich verteidigen können, weil hier die Projektile geschossen werden. Außer es kommt mal wieder unser lieber Herr Karamell vorbei, der andere Meinung ist. So. Und grundsätzlich habe ich auch ein paar Hobbitzen jetzt, neben meiner ganzen Panzerstaffel. Und die würde ich jetzt gerne dazu einsetzen, dann restlich aufzuräumen. Wir brauchen mal ein paar Leute mit Aufklärungsdrohnen. Die haben wir nämlich auch standardgemäß hier mit, den werten Herren. Und dann komme ich von da unten rein und dafür muss erstmal noch das hier kaputt. Ich glaube, ich bereite mal einfach alles vor. Und mache die ganzen Gebäude mal kaputt. Zurück, zurück, zurück. Das sollen diese Freunde hier machen. Lautlos, aber verheerend. Alle zurück. Einheit verloren. Wenn solche Einheiten sind, soll es mir recht sein. Im Prinzip könnte ich mich unten dann sogar schon bald aufbauen. Einheit verloren. So, alle mal hoch jetzt. Jetzt sind ja keine Gebäude mehr großartig besetzt. Können wir endlich mal schön vorstoßen. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Einheit verloren. Die Reichweite ist schon geil. Ich weiß schon, warum ich die gerne nehme. Mehr Panzerung wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich, wie gesagt, Reichweite ist einfach oftmals Trumpf. Man sieht's an seinen blöden Raketen. Der hat mit seinen blöden Raketen... Fahrzeugen da, die gleiche Reichweite wie ich mit meinen Haubitzen mit Zusatzreichweite. Ohne Zusatzreichweite wäre ich noch mehr aufgeschmissen. Na, das können wir gleich so draufballern, dass die gleich weggeschossen werden, sobald sie rauskommen. Wunderbar. Auf diese Weise wird's aus. Die Anspannung bringt sie um. Und dann wieder hier mal kurz dafür sorgen, dass Ruhe ist. Immer schön so weitermachen. So gar nicht großartig dazu kommen, sich zu erholen. Dann machen wir hier noch die Drohnen rein, dann ist sie erstmal weg. Yes, sir. Busa. Solange es solche Fahrzeuge sind, ist alles okay. Der Arsch wäre ja eigentlich so leicht, wenn diese hässlichen Raketenfahrzeuge nicht wären. Yes, sir. Mammutpanzer vor, bitte. Habe ich nur die Chemietruppen stationiert? General, wie soll ich Ihnen Ihre Medizin bringen, wenn Sie meine Fahrzeuge zerstören? So, ihr schießt mal alle da rüber. Das Schöne ist, dass dann die Fahrzeuge, die rauskommen wollen... Ach, da kommen doch gar keine mehr. Ja, schön. Alter, ihr seid das! Ihr seid diese Schweine! Toxin Grenadier! Was für eine Reichweite ihr haben! Die haben regelrecht einen Mörser! Und schießt mal da rein. Zurück. Haha, meine Reichweite ist besser.
So, ein paar mehr Aufklärungsdrohnen bitte, falls man da German vorbeikruisen will. Desto geringer sind ihre Chancen. Und vor allem mehr Haubitzen, ich sehe gerade, wie nützlich die sind. Ich bin eigentlich schon fast eine weitere Waffenfabrik, mal. Ja, an sich können wir mal einen Bulldozer hier rüber packen. Army's Elite. Rally point confirmed. Jawohl, Sir. Feind ist in Reichweite. Nein, euch nicht, euch nicht. Euch möchte ich haben. Ich finde die Haubitzen schon cool. Die Reichweite ist schon cool. Die Reichweite kann schon fast mit dem Nukleargeschütz aufnehmen. Das wäre eigentlich auch ein super Konter gegen Tau. Weil das Problem an den Nukleargeschützen ist halt einfach, die müssen sich erstmal in Position bringen. Die müssen sich erstmal ausfahren. Und bis dahin hab ich sie vielleicht schon zerschossen mit genügend. Und an sich bräuchte ich natürlich auch Flugzeuge. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Aber irgendwie setzt ja gar nicht mehr so viele Minen ein, oder? Ne? Yes, sir. Raketen. Nicht besetzen. Bitte nicht besetzen. Tut das nicht. Seid nicht so gut. Das Coole ist, man hört auch wirklich, wie die nachladen, wie da eine neue Drohne reingeschoben wird. Ich dachte gerade, ich bin mit einem Bulldozer gefahren. Da sind ja diese Chemietrucks. Säure. Es gibt nichts Schöneres. Ready here. What do you have? Going in. Boom. So langsam wird's. We'll lead the way. Ich sehe schon, da hat jemand wieder aufgebaut. Select target. Select target. Machen wir mal das Ding hier kaputt. Dann fahren wir rein. Der war hartnäckig, auf jeden Fall. Riechen Sie das? Nein. Gut machen, bitte. Toxin Network. Ach, die haben auch Facebook? Also, die Reichweite ist echt cool. Guckt euch mal an, der Mammutpanzer schießt echt bis darüber. Cool. 20% ausmacht. Nö, hier wird nicht mehr aufgebaut. Das könnt ihr mal schön knicken. Ihr seht, wir haben noch mehr als genug Widerstand. Also es ist auf jeden Fall noch spaßig. Mehr genug. Ich will schon fast sagen, das ist der optimale Schwierigkeitsgrad. Wir schaffen's, aber es wird uns nicht leicht gemacht. Ruhe hier. Hat nämlich auch wieder lang genug gedauert. Im Übrigen, ich hoffe, ich hab's. Ja, ich glaube, ich hab's hier erwähnt, weil ich hab's einmal aufgenommen, den Anfang. Beim ersten Mal aufnehmen gab's irgendwie so ein kleines Problem, deswegen hatte ich auch den Spielstand einmal, wo ich gesagt habe, ich habe was ausprobiert. Also im Grunde ist es so, wir haben hier mit unserem Armor General 10 Missionen. Also ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber wenn ich dann ein wenig setze, wir haben 10 Gegner. Mit allen anderen Generälen haben wir 9. Also nee, besser gesagt, mit dem Armor General, mit Ironside und mit dem Scrap General von der GBA haben wir 10 Gegner. Mit allen anderen Generälen 9. Weil die Sache ist die, sowohl Ironside als auch der GBA-General, der neue, der Scrap General, kommen nicht vor als Gegner. Die haben keine eigene Map. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen von den beiden spielen, müssen wir im Prinzip gegen uns selber so oder so nicht spielen und gegen, in unseren Fällen nicht gegen den Scrap-General spielen. Das heißt minus 2. Das bedeutet, wir müssen gegen 10 Generäle antreten von 12. Mit allen anderen Generälen, außer den beiden, ist es so, man muss gegen die beiden nicht antreten, plus gegen sich selbst nicht. Also sind es 9. Ziemlich schwer zu erklären irgendwie. Obwohl es eigentlich so simpel ist. Ein bisschen abgelenkt nebenbei. Yes, sir. So, jetzt haben wir es bald. Es war mir auch eklig genug, muss ich sagen. Komm, scheiß aufs Öl. Kaputt. Okay. Oder so. Jawoll! Sie haben gewonnen.
Und man muss bedenken, jetzt auch nur, nachdem ich wusste, wie es geht. Nein, ich habe mein Generalspatent nicht im Lotto gewonnen. Auf Englisch ist auch nicht schlecht. Okay, das war jetzt doch Dr. Twax.